mal den 360 Enderperle in den Kasten hier dort zu machen. So, ich mache einfach mal ein bisschen weiter. So, und... Willkommen Leute zu einem neuen Video und heute zocken wir mal eine MLG-Map. Und auf dieser MLG-Map gibt es alle bekannten MLGs, die man so machen kann. Und die kann man hier üben, auch verbunden im Parcours. Und die wurde mir zugesendet vom lieben Luca. Vielen Dank dafür und wir schauen uns einfach mal ganz kurz diese Map an. Wir sehen schon hier TP-MLG-Map, Lego Crafter 2014 Map-Erbauer, Danger Killer, und Michty Man. So, und ich würde sagen, wir teleportieren uns direkt hier hin. Liebe Grüße, Lego Craft. Ja, dann die Grüße gehen auf jeden Fall zurück. Die wurde mir wie gesagt zugesendet und ich dachte, ich kann sie mal spielen. Das ist hier das Ganze. Wir haben hier Zielschießen, TNT Boost, John Cena, Boat Glide und noch andere Sachen wie einmal hier MLG Parkour, MLG Water und andere Sachen, die wir gleich sehen werden. Ich würde sagen, wir starten hier einfach mal mit dem John Cena. Dafür müssen wir uns einfach nur rüberwerfen. Können hier sogar ganz schön die Villager nochmal neu spawnen. Und ich würde sagen, ganz schnell so, zack, bam, du. Okay, dann haben wir den gekillt und können auf jeden Fall weitergehen. Dann kann ich den hier schon mal als abgehakt abzeichnen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum MLG-Parcours, denn das ist halt ein bisschen schwieriger. So, dann kann ich das hier auch wegpacken. So, Enderperle in Kasten, also ein 360. Ich denke mal, damit ist der Kasten dort gemeint. Wir schauen uns mal ganz kurz an, was hier noch drin ist. Da ist ein Buch mit was du brauchst, dann bin ich mal gespannt. Na, du traust dich? Okay, dann sortier erstmal deine Sachen. Enderperle brauchen wir. Wir brauchen einmal Wasser. Wir brauchen TNT und Druckplatten, Bootpfeile und einen Bogen. Das haben wir auch schon alles bekommen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal den 360 Enderperle in den Kasten hier dort zu machen. So, ich mache einfach mal ein bisschen weiter. So, und... Ja, das war wohl nichts. Ey Leute, kann man das so durchgehen lassen? Ich glaube schon, oder? War doch ganz knapp, dass man nicht immer wieder die Sachen bekommt. Und... Was? Das war doch ganz knapp. Ich will nochmal. Und... Ah, nein! Da kann man ja durchfliegen. Was ist denn das für ein Rotz? Machen wir jetzt mal 0136. Und das war schon 720. Okay. So, MLG Water, Cobweb oder Slime. Unser Inventar ist dementsprechend ein bisschen zugemüllt, deswegen vielleicht könnte man das echt verbessern. Also ist ein Verbesserungsvorschlag an den Map-Ersteller. Ich kann euch die Map ja trotzdem mal in die Beschreibung packen. Und so, MLG Water, Cobweb oder Slime. Ich suche mir jetzt erstmal den Water MLG aus. Ja, ich suche mir den Water MLG aus, waren die Worte, ne? Wir können ja mal versuchen, den Wasserheimer fallen zu lassen. Komm, versuchen wir's. Jawohl, es hat sogar geklappt. Nice. TNT Boost, okay. Ja, wir haben jetzt natürlich dementsprechend ziemlich viel TNT. Ich weiß gar nicht, wie viel war vorgesehen. Ja, steht das hier leider gar nicht. Ich glaube, das war 8, deswegen benutze ich einfach mal 8 TNT. Obwohl 8, kommt das hin bei so einer Höhe? So, jetzt auf jeden Fall noch die Druckplatte hier hin. Ich weiß nicht, ob 8 hinkommt. Ich bin gespannt. Moment mal, kann das sein, dass ich nicht Rüstung benötige? Ich mach mal Slash Clear ganz kurz und hier ist MLG-Zeug. Die Kiste könnte vielleicht ganz praktisch sein. So, wir gehen nochmal ganz kurz zum Parcours rüber. Weil ich glaube nicht, dass es vorgesehen ist, da zu sterben, ja. Und 8 TNT, so wie ich es gesagt habe. Und, okay, sind hier drin. Dann wieder runter, bitte. Egal, lass mal durchgehen, ich war ja gerade schon. So, dann mache ich jetzt mal den TNT-Boost. Ich hoffe, dass ich auch hochkommen werde. Warte mal, wo muss ich denn hin? Oh, perfekt. Und Boat Glide, da haben wir hier unseren, unser Boot haben wir hier auch. So, dann können wir mal hier rein und... Okay. Oh, da muss ich auch drauf landen. Nein, Alter, bin ich... Alles klar, hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Und Zielschießen. Ach du Heilige. Okay, schauen wir mal. Wir haben ja genug Pfeile. Boah, so vielleicht? Ne, bisschen verfehlt.
auch ein bisschen verfehlt. Oh mein Gott. Geil. Cool gemacht auf jeden Fall. Doch, cool gemacht. Okay, cool. Dann war das jetzt der MLG-Parcours. Aber das ist ja jetzt hier noch nicht das Ende mit der Map. Man kann hier auch einzelne Sachen nochmal üben, wie beispielsweise nochmal den Boat Glide. So, man muss sich dann hier das Boot abholen, so wie es aussieht. Und kann dann hier zum Boat Glide rüber gehen. Es wäre vielleicht sogar cooler, wenn man direkt beim Teleportieren immer das Boot bekommt. Ah, okay, dann kann ich jetzt hier also ganz einfach den Glide machen und sowas. So, und es wäre vielleicht, wie gesagt, etwas cooler, wenn man halt immer beim Teleport die Sachen bekommen würde, dass man sich die nicht immer einzeln holen muss. Weil sonst kann man ja rein theoretisch in den Parcours gehen oder in diese Kategorie gehen, die man halt auswählt und dann die Sachen vergessen. Das ist halt nicht so cool. So, was haben wir dann hier? Hier haben wir nochmal TNT und eine Druckplatte oder auch ein Wassereimer. Und hier TP-TNT-Boost. Okay, dann machen wir das auch mal. Da hinten ist die Plattform. Hier haben wir noch die Möglichkeit, was zu verändern in Slime-Blöcken oder halt in Wolle. Okay, cool. Ich mache jetzt einfach mal direkt Wolle, weil das ein bisschen schwieriger ist, wenn man hinterher noch den TNT, dass die Wassereimer benutzen muss. So, jetzt hier und... Und. Okay. Ich weiß nicht, ob man kann. Nein, das war falsch! Das war falsch. Ich wollte den Wassereimer gerne nochmal in die Luft schmeißen. Ey, komm, das versuchen wir jetzt nochmal aus. So, und jetzt muss ich den Wassereimer direkt wegwerfen. So, jetzt hier ungefähr. Ich hab's geschafft. Aber ich hab Schaden bekommen. Hab ich's geschafft? Eigentlich glaube ich nicht. Nee, sonst hätte ich ja keinen Schaden bekommen. Egal, ich hab's überlebt, der will ich doch gar nicht. So, dann gehen wir mal ganz kurz weiter und schauen uns die anderen Sachen noch an. Hier haben wir Zielschießen. Dann haben wir hier John Cena, TNT-Boost. Dann war hier, Boat Glide. Warte mal, wir hatten hier aber noch was. Wir hatten hier noch, wo, MLG Water, genau, MLG Water. Und hier konnten wir dann auswählen, ob wir Wassereimer haben wollen. Warte mal, ich mach mal ganz kurz hier ein paar Fackeln. Obwohl, das sollte man sehen, jetzt können wir uns hier Cobwebs aussuchen und Slimeblöcke. So, und wir können jetzt eine Distanz auswählen. 50, 100, 150 oder 200. Ich nehme jetzt einfach mal erstmal vielleicht... Ja komm, wir machen direkt 200. Die hauen direkt auf die Scheiße drauf. Und wir spawnen jetzt in einer 200 Blockhöhe. Ja doch, man sieht 220, weil die Plattform wahrscheinlich noch dazu kommt. Okay, versuchen wir es mal aus. Und. Scheiße. Das war ja wohl nicht so erfolgreich. Ich kann nochmal ganz kurz hier hingehen. MLG Water, nochmal 200. Und jetzt direkt nochmal runter. Und vielleicht, wenn ich die ganze Zeit richtig... Nein! Ey, komm, ich will das einmal schaffen. Das kann doch nicht wahr sein. Also, einfach ist das auf jeden Fall nicht. Vielleicht, wenn ich mich noch ein bisschen drehe. So, und jetzt... Nein, einfach... Ey, ich hab schon platziert. Was soll der Rotz? Und nochmal runter die Scheiße und jetzt nochmal drehen, zack, 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 zack. Und, nein, ey, das ist doch nicht zu fassen hier. Nochmal. Und jetzt aber, alle guten Dinge sind ja bekanntlich 2000. Alter, ich will es unbedingt schaffen, ich habe jetzt voll den Reiz dafür entwickelt, es zumindest einmal zu schaffen. 200 und runter da, runter, 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 runter und. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Was, bin ich echt so kacke? Also ich wusste, dass ich ja kacke bin, aber so kacke... Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Mal hier hin. Vielleicht sollten wir erstmal mit etwas Einfachem anfangen. Mit 100 vielleicht. Ich wette, selbst das schaffe ich nicht. Und... Ja doch, das schaffe ich. Was? Okay. Ich habe jetzt, glaube ich, einen Trick entwickelt. Und... Schaffe ich es jetzt? Schaffe ich es jetzt? Bitte, 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 bitte. Nein! Ich lande immer falsch. Ich lande falsch. Ich habe jetzt in einem... Ich bin schon wieder falsch. Ich bin jetzt so zwischen zwei Blöcken. Also wollte ich einen... Nein, ich wollte jetzt den Wassereimer zwischen zwei Blöcken platzieren. Das geht natürlich nicht. So, und jetzt hier, 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 hier. Jawohl. Leute, in diesem Sinne kann ich eigentlich sagen, ich bin durch. Mehr wollte ich doch gar nicht. Hä? Lol. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ihr könnt euch die Map ja gerne auch mal selber anschauen. Ich weiß nicht. Also ich finde es auf jeden Fall ist eine lustige Map. Besonders so, was das Training angeht. Wenn man vielleicht ein bisschen so für Skywars oder so üben möchte, kann man das hier ganz gut üben. Vielen Dank an LegoCraft, der mir die Map zugesendet hat. Ja, und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche MLG-Maps. Falls ja, könnt ihr mir die gerne mal zusenden auf Twitter oder so. Und
ja, Leute, vielen Dank. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem neuen Video. Und bis denn, Leute. Und ciao.